Nein, das war sehr offensichtlich. Das ist nicht. Nein, nein, das ist nicht so offen. Also, das war jetzt sehr offensichtlich. War bei, Kevin, moin! Das war bei Man of Medan tatsächlich gar nicht so. Man konnte das nicht so rausfinden wie hier. Definitiv nicht. Aber. Da ist er wieder! Ich hab gedacht, der Trailer beim letzten Mal hätte was mit Man of Medan zu tun, aber hat er nicht. Kevin, was macht dein Knie? Du darfst auch mit mir schreiben. Flashbang. Da ist er wieder. Hallo und willkommen. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht, oder? Macht nichts. Willkommen in meiner Schatzkammer. Ich bin der Kurator, der Hüter all dieser grandiosen Geschichten. Und für Sie habe ich eine ganz besondere. Kevin, das ist Little Hope. Beunruhigend, nicht? Ja. Es gibt sicher keinen Grund zur Sorge. Doch. Diese Geschichte ist noch nicht beendet. Sie ist unvollständig und Ihre Entscheidungen vollenden sie. Ich will nicht! Nein! Das Feuer? Nein, das hätten Sie nicht verhindern können. Was passiert ist, ist passiert. Oder nicht? Nun, blicken wir nach vorn, sage ich. Leben ist nur ein wandelndes Schattenbild. Hm? Sie betreten jetzt eine verwirrende, vielleicht verstörende Welt. Wie verstörend hängt davon ab, was Sie selbst glauben wollen. Und wie verwirrend von dem Pfad, den Sie wählen. Es gibt unendlich viele Richtungen, die man einschlagen könnte. Oft fehlen uns Informationen, die wir bräuchten. Dennoch müssen wir unseren Weg wählen und hoffen, dass er zur Wahrheit und zum gewünschten Ende führt. Jede Wahl, die Sie treffen, hat Folgen. Ihre Entscheidungen beeinflussen auch andere. Sie haben gesehen, wie es begann. So viele Tote. Wie viele noch sterben, hängt von Ihnen ab, von den Entscheidungen, die Sie treffen. Wie sind Sie? Rational? Emotional? Trauen Sie Ihrem Kopf oder dem Herzen? Die Antwort ist nicht leicht. Manchmal ist eins besser und manchmal das andere. Mein bescheidener Ratschlag ist: Nur dir selbst allein. Sei treu. Doch ich bin hier, um aufzuschreiben, was Sie tun, nicht um zu helfen.
Ich soll mich nicht einmischen, wissen Sie? Steht mir nicht zu, so scheint es. Doch ich bin offenbar befugt, weise Worte zu zitieren von großen Autoren aus alter Zeit, wenn ich denke, es wäre angebracht. Oh, eine letzte Sache, bevor ich Sie gehen lasse. Es gibt Bilder in Little Hope. Ah, okay. Finden Sie sie? Zeigen Sie ihnen eine mögliche Zukunft? Wieder Bilder. Eine, die vielleicht oder nicht eintrifft. Nutzen Sie sie. Es könnte helfen. Eine Beerdigung steht bevor. Gehen Sie. Viel Spaß. Kevin, das ist praktisch der zweite Teil von Man of Medan, nur halt eine komplett andere neue Geschichte. Also es geht nicht da weiter, wo Man of Medan aufgehört hat. Und ja, mit Hexen, meine Damen und Herren. Ich habe eine neben mir sitzt. Niemand von den heute hier Anwesenden kennt die Ursache für diesen tragischen Unfall. Doch. Doch es ist tröstlich zu wissen, dass diese Familie nun zusammenruht. Für immer. Sie sind nun alle bei Gott. Und darum trinke ich keinen Tee, deswegen trinke ich lieber einen Energy Drink. Da kann ich nicht bei abbrennen. Ja. Gewitter. In Neuss. Gewitter. Wird nicht schlafen. Warum lebt er denn noch? Andrew, 18 Jahre alt. College-Student, ängstlich distanziert. Okay. Aber das ist doch der von soeben, oder nicht? Nee, jetzt spielt wieder in der Zukunft. Taylor, 22 Jahre alt. College-Student, eigensinnig, sensibel. Okay. John, 43 Jahre alt, College-Professor, rational, anmaßend. Wo zur Hölle ist Daniel? Kann ihn nicht finden. Ich weiß nicht. Taylor, Ort des Busunfalls, 23 Uhr. Oh, magst du vielleicht 6. helfen, anstatt nur herumzublödeln? Was soll ich denn tun, John? Hilfe rufen, sofern du das hinkriegst. Wird ihr Macht. Habe ich schon versucht, aber... Klar. Hey Andrew, Kumpel, wie geht's dir? Wo sind wir? Was ist passiert? Ein Busunfall ist passiert, aber wir leben noch halb so wild. Wenn du meinst? Kann mich an keinen Unfall erinnern. Du stehst wohl unter Schock. Dein Kopf hat richtig was abgekriegt. Aber das wird schon wieder. Bleib hier, ganz ruhig. Kann sein. Scheißteil, verdammter Mist! Nur totes Gewicht. Immer mit der Ruhe, okay? Wir kriegen das irgendwie hin. Daniel. 20 Jahre alt, College-Student, Fuck. Liebenswürdig, rechtfertigend. Okay. Also spielt doch in der Gegenwart, obwohl der Bus sehr alt aussieht. Angela, 48 Jahre alt, erwachsener Student, grob, verständnisvoll. Hey, ist da jemand? Hey, Daniel, bist du's? John! Du Daniel? Lebst. Taylor, alles gut? Mir geht's gut. Uns geht's übrigens auch gut. Alles okay bei dir? Alles gut. Ich komm schon zurecht. Hey, John. Wie kam es wohl zu dem Unfall?
Weiß nicht. Da war was im Weg und der Fahrer wollte wohl ausweichen. Wo ist er eigentlich? Keine Ahnung. Seltsam. Hier ist er schon mal nicht. Schaffst du es hoch zu uns? Sieht recht steil aus. Ich könnte diesen Pfad da nehmen. Gut, dann mach das. So kommst du zur Straße. Wir treffen uns dort. Guter Plan. Bis gleich. Hey, Taylor. Komm, helf mir Andrew auf die Beine. Warte, ich weiß gar nichts mehr. Wer bist du? Ist okay. Du hast dich gestoßen. Ich bin John, dein College-Professor. Wir haben einen Ausflug im Bus gemacht, aber das ging nicht gut aus. Der Unfall stand nicht auf dem Plan. Wir finden die anderen und holen Hilfe. Stell dir vor, es wäre eine Übung zur Charakterbildung. Es geht nichts über Teamwork. Ich hatte einen Traum. Er war so real. Flammen rundherum, es war schlimm. Der Schlag auf den Kopf muss gesessen haben. Der Weg, dem die anderen folgen, mündet in die Straße. Treffen wir sie da. Warum vom Bus weggehen? Fragen wir lieber. Nee, doch. Reden wir darüber. Warum weg hier? Wir haben keinen besseren Ort zum Warten. Nein, das wird nichts bringen. Am besten suchen wir die anderen und gehen dann in die Stadt und finden hoffentlich Hilfe. Wo ist der Fahrer? Sollte er nicht zurück sein? Der Fahrer hat's richtig gemacht. Er sucht Hilfe in der Stadt. Hast recht. Gehen wir. Ich komm mit. Ich hab recht? Je schneller wir Hilfe holen, umso schneller kommen wir heim. Bleib dicht hinter mir. Also ich wäre ja zurückgegangen zu der Polizei und nicht weiter. Das ist doch dumm, oder nicht? Sehe das nur ich so. Oh, dieser Fahrer haut einfach ab und lässt uns sitzen. Vielleicht wusste er es nicht. Tja. Vielleicht hat er einen Schock. Er ist verantwortlich für seine Passagiere. Er kann nicht einfach abhauen. Da haben wir es nochmal. The Wild Magic, die wilde Magie. Eine Geschichte des modernen Heidentums. Ein Augenöffner, Weekly Report. Räumt mit einigen historischen Irrglauben auf, inspirierende Arbeit. The Evening Observer. Ein faszinierender Einblick, American Books Magazine. Das Buch Die wilde Magie, eine Geschichte des modernen Heidentums, ist eine Einführung in die bewegte und komplexe Geschichte des modernen Heidentums. Dutton beschäftigt sich mit Themen, die von den Ursprüngen und der Verfolgung während der frühen Tage des Christentums bis hin zur Akzeptanz und immer größer werdenden Beliebtheit in der heutigen Zeit reichen. Ah ja, okay. Oh, wir können es aufmachen. Da ist nochmal Info. Informativer Kram. Wir haben ein Geheimnis gefunden. Kapitel der vier Objekte in Verbindung mit heidnischem Glauben. Jahrhundertelang wurden heilige Objekte mit heidnischem Glauben in Verbindung gebracht. Gegenstände haben keine Kraft, aber sie können die Energie des Nutzers konzentrieren und kanalisieren. Ihre Formen bedeuten etwas. Objekte können helfen, eine Verbindung mit Ahnen herzustellen, spirituelle Antworten zu finden, tiefe introspektive Gedanken zu erlauben oder Nachrichten des Universums zu interpretieren. Macht meinen Job. Mach gut. Weißt du, jetzt, wenn es anfängt, haut's ab. Ja, moin! Heilige Gegenstände sind für alle Aspekte des Heidentums wichtig. Symbole wie das Pentagramm, der Mond oder Kristalle sind je nach Jahreszeit wichtiger oder weniger wichtiger. Und sie sind eng mit der Erde und der Natur verbunden. Das Vikanja ist ein landwirtschaftlicher Kreislauf. Mit dem Julfest beginnt der Winter beginnt? Was? Der mit dem Julfest beginnt, der Wintersonnenwende, die für den Tod und die Wiedergeburt der Sonne steht. Objekte wie das Boline und der Kelch werden mit besonderen Ereignissen wie Anfang und dem Ende der Ernte in Verbindung gebracht. Ach du Scheiße, okay. Ich hoffe, wir müssen uns das nicht merken, oder? Ich hoffe nicht. Was haben wir denn da? Jule, das sind Zeichen auch nochmal. Mobi, okay. Abbildung 1, das ist da unten links die Sichel. Jahreskreise sind, danke, da ich weiterlesen darf. Very nice.
Also Abbildung 1, bla 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 bla. Jahreskreise sind Ornamente, aber das Boline dient in der Zeremonie einem praktischen Nutzen und Kräuter oder Schnüre zu schneiden. Das Heidentum hat viele Seiten, was durch die Menge der heiligen Objekte veranschaulicht wird. Das Wissen über ihre Verwendung wird über Traditionen und durch esoterische Schriften überliefert. Einige Heiden besitzen ein Buch der Schatten, einige Auflistungen der zu verwendenden Objekte. Abbildung 2. Der Mond wird häufiger als Fokus für zyklische Zeremonien verwendet. Er gilt oftmals als weiblich und wird mit Intuition und Geheimnissen in Verbindung gebracht. Also merken wir uns, wenn wir einen Mond sehen, könnte das ein Hinweis sein. Heilige Objekte sind Werkzeuge, die oft einem nützlichen Zweck dienen. Das Boline, der Stab und die Lanze werden nicht verehrt, sondern in Ritualen eingesetzt. Die Lanze und der Stab. Okay, also aufpassen. Wenn sowas kommt, haben wir Rituale. Sie sollen Veränderungen bringen. Mach ich. Sie sollen Veränderungen bringen und den nächsten Teil der Zeremonien durchschneiden. Durchdringen oder Klänge einleiten. Praktizierende Heiden stellen fest, dass die spirituelle Verbindung durch die Fertigung ihres eigenen Werkzeugs gestärkt wird. Nicht alle Objekte müssen jedoch gekauft oder hergestellt werden. Gefundene Objekte wie Gegenstände des Haushalts können ein effektiver Ersatz sein. Beispielsweise eine Teekasse für einen Kelch. Okay. Heidnische Objekte werden besonders in Filmen und Romanen oft ruchlosen Taten Heidnische Objekte werden besonders in Filmen und Romanen oft mit ruchlosen Taten assoziiert. Das Atame Messer wird jedoch beispielsweise verwendet, um Energie durch einen Punkt für Magie zu leiten und nicht um Schaden anzurichten. In folgenden erörtern wir die Verwendung von Objekten und zerstreuen einige der damit verbundenen Mythen. Abbildung 3. Das Atame repräsentiert in der Wicca-Tradition Feuer, bei Magiern Luft. Es steht für Macht, hält Geister in Schach und wird fast nie zum Schneiden verwendet. Okay, also wenn wir so ein Messer finden, können wir Geister in Schach halten. Handgemachte Puppen und Abbilder. Handgemachte Puppen werden gefertigt, um eine bestimmte Person zu repräsentieren. Geister können beschworen werden, um sie zu hemmen und mit Zaubern zu helfen. Dies ist eine Form der des Analogzaubers, bei der die Energie, ich habe wieder nur Anal gelesen, da war schon wieder vorbei, durch die Zeremonie in das Objekt eingedrungen ist, durch Korrespondenz übertragen wird. Abbilder werden gewöhnlich gefertigt, um sie zu zerstören, entweder um einen Gott Ehre zu erweisen oder die Energie eines unerwünschten Wesens loszuwerden. Sie unterscheiden sich von einer Puppe insofern, als das Abbild durch Verbrennen oder Zerbrechen verändert wird. Es gibt sie in vielerlei Größen, die von puppenähnlichen Objekten bis zu riesigen 10 Fuß großen Strohfiguren reichen. Letztere werden häufig verbrannt, manchmal stecken in ihnen auch lebende Opfer wie Vögel. Obwohl Abbilder für Flüche verwendet werden können, eignen sie sich auch, um zu heilen, Glück und Freude sowie Geld oder Liebe zu bringen, je nach Absicht. Abbildung 4, das ist die Puppe da oben. Das Püppchen ist eine Puppe oder eine Abbildung, die eine dem Nutzer bekannte Person darstellt. Auf diese Puppe gewirkte Zauber wirken sich auf diese Person auf. Abbildung 5. Dieses Abbild wird hergestellt, um es zu zerstören. Dieser Akt entfernt einen Fluch aus der Welt. Okay, also wenn wir diese komischen Puppen sehen, müssen wir die, denke ich, zerstören. Und die Puppen sollten wir lieber in Ruhe lassen. Okay, ich glaube, das ist ein bisschen ein Hinweis für uns alles. Gibt es noch mehr Seiten? War das alles? Können wir einmal gucken, bitte? Danke. Ich glaube, das war's. Ja. Okay. Gucken, ob wir das alles behalten können. Du bist jetzt fertig mit Blättern, oder? Perfekt.